Hallo zur wissenschaftlichen Tagesschau heute, kurz nach der Tagesschau. Ja, Schlagzeilen heute, Schulöffnung und schrittweise. Wir fangen aber an erst einmal mit der Nachricht, jetzt nicht von der Tagesschau, sondern von GMX. Weltweit mehr als 100.000 Tote durch Coronavirus. Das klingt total beeindruckend, eine Stadt von 100.000 Leuten tot durch Corona. Ich werde jetzt gleich erläutern, warum das eine lächerlich winzige und absolut harmlose Zahl ist. Wobei ja noch nicht mal geklärt ist, wie viele von diesen 100.000 wirklich tatsächlich an Corona gestorben sind. Denn diese Behauptung, dass sie an Corona gestorben seien, ist ja eine Aussage der Medizin, eines kommerziellen Betriebs, eines Unternehmens, pharmazeutische Industrie, Medizinindustrie. Jeder Arzt ist ein Unternehmer, das sind so Art McDonald's-Filialen, ja? Und würden Sie eine McDonald's-Filiale irgendwas glauben, wenn die Ihnen was über gesunde Ernährung erzählt? Also ich nicht. So, und da wir hier ja nichts ohne naturwissenschaftliche Beweisführung machen, ganz kurz der Hinweis, warum müssen wir dieser Industrie, dieser McDonald's-Industrie, Schulmedizin, dieser McDonald's-Industrie, pharmazeutische Industrie, wenn sie über Gesundheit redet, warum müssen wir da genauso skeptisch sein oder noch skeptischer sein, als wenn McDonald's anfängt, über gesunde Ernährung zu reden? Na? Schauen wir mal hin. Erste Ebene Beweisführung. Ja? Also, vor 170.000 Jahren der erste Schamane. Der erste Heiler, er sagt seinen Patienten, Leute, dass ihr überhaupt krank seid, liegt an der neumodischen Ernährung, an diesen ganzen denaturierten Nahrungsmitteln, dieser ganzen wieder natürlichen Industrienahrung, die es damals natürlich noch nicht gab, aber die Vorläufer davon, vielleicht getrocknete Früchte, die schon deutlich weniger gesund sind als echte Früchte und so weiter. Ich empfehle euch nur reif geerntete, herrliche Früchte, Gemüse, Wildkräuter, Nüsse und so weiter. Alles im reinsten Naturzustand, denn nur dann behaltet ihr ein starkes Immunsystem. Das Wort kannte man natürlich noch nicht. Ich mache es halt in der heutigen Sprache. Und dann werdet ihr nie krank und dann braucht ihr mich nicht mehr. Gesagt, getan, die Leute brauchten ihn nicht mehr. Er macht ganz wenig Umsatz, er berät die Leute einmal. Und da wird er da einmal für bezahlt und dann hat er keine Kunden mehr sozusagen. Ja? Und dann, hier stirbt er aber nach der dritten Generation aus. Also der Urenkel muss die Praxis schließen, die Wanderpraxis. Ne? Warum? Weil dann irgendwann, vielleicht nach langer Zeit, der erste Heiler aufgetaucht ist, der sich total geirrt hat und gesagt hat, nein, ihr werdet nicht krank durch diese neumodische Ernährung, das macht euch gar nichts. Nein, gar nichts. Bin ich tief überzeugt und er glaubt das auch wirklich, was er sagt. Und ihr braucht einfach nur meine Kräutertränke, meine Heiltränke, meine Rituale und ihr braucht meine Impfungen, ihr braucht meine Tests und ihr braucht meine Chemotherapien und meine aggressiven Medikamente und so weiter. Und sonst, wie habt ihr eigentlich bis heute überlebt ohne mich? Das geht ja eigentlich gar nicht. Na gut, diese Frage wird er sich nicht gestellt haben. Und dieser Irrtum führt dazu, dass er die Leute falsch berät, dadurch oder eben gar nicht berät, dadurch fressen die weiter das krankmachende Zeug und dadurch kriegen sie ein neues Symptom nach dem anderen und er kann immer wieder irgendwie mit schmerzlindernden Mitteln oder mit was irgendwelchen symptombekämpfenden Maßnahmen da irgendwie eingreifen, dann empfinden die Leute ihn als guten Heiler.
Und er verdient jedes Mal wieder aufs Neue, wird er bezahlt, sei es mit Naturalien oder später mit Geld. Und er kann dadurch so, ist dadurch so reich, dass er zwei Kinder hier ernähren kann und dann hier drei werden ernährt und so weiter. Und daraus entsteht eine ganze Familiendynastie von Medizinprofessoren, alle voll mit zentralen Irrtümern, wie man sozusagen Menschen falsch berät, sie in der Krankheit festhält, Dauerpatienten erzeugt und damit Geld verdient. Und zwar ohne böse Absicht, denn das sind ja Irrtümer. Er glaubt ja, was er sagt. Ne? Irren ist menschlich, Mutation und Selektion, Variation und Selektion. Es kommt notwendig dazu, dass irgendwann der erste Heiler sich einmal irrt und wenn er dann mit dem Irrtum schwer reich wird, warum soll er diesen Irrtum dann noch jemals korrigieren und warum sollen seine Kinder den noch mal jemals korrigieren? Warum sollen seine Nachfahren da diese Irrtümer noch mal korrigieren, wenn man davon so köstlich gelebt hat? Das war also gar in aller Kürze die abgekürzte Version der naturwissenschaftlichen Beweisführung. Dazu kommt natürlich noch, aber das allein hätte keine Gültigkeit gehabt, wenn man also sozusagen diese Tausenden von Berichten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nimmt, also sozusagen, die also darüber berichtet haben in den letzten Jahrzehnten über einen Skandal der Medizin und der Pharmaindustrie. Es gibt ja ganze Bücher, die Pharma-Mafia oder ich weiß nicht, ob es auch das Buch die Medizin-Mafia gibt und so weiter. Also das heißt, es gibt ja lauter dringendste Verdachtsmomente, dass da wirklich alles falsch läuft. Und diese Beweisführung hat ja eben gezeigt, ja, das ist auch so. Es ist leider so, dass das Ganze ein Irrtumsgebäude ist und Dr. Med-Gerd Reuter hat das ja anhand der Daten des Statistischen Bundes- und Wahlamtes Wiesbaden aufgezeigt, dass es, und er sagt auch, es ist praktisch wissenschaftlich bewiesen, dass die Medizin tötet und unser Leben verkürzt. Deswegen sinkt zurzeit auch unsere Lebenserwartung. Und überall auf der Welt, wo es westliche Medizin gibt, ist gerade im Moment die Lebenserwartung am Sinken, weil die Medizin immer aggressiver wird, ne? So, jetzt habe ich also erklärt, warum ich also einem Arzt, einem Professor der Medizin nicht ein einziges Wort glaube. Weil was will ich mit jemandem, dessen Kopf voll ist mit 500 oder 1000 oder 10.000 Zentralirrtümern, die sein ganzes Denken zwar geeignet machen, Dauerpatienten und Dauerkunden zu erzeugen, aber nicht Gesundheit zu fördern. Also ich glaube kein Wort, ja. Da glaube ich schon eher den Wodak und Co. und den Ärzten bei den nextscientistsforfuture.de, weil die sozusagen sich großenteils distanzieren und reflektiert haben, dass es eben auch Denkfehler gibt in der Medizin, dass es Irrtümer gibt in der Medizin und auf diese Irrtümer hingewiesen haben. Wodak hatte ja schon auf die Irrtümer mit der Schweinegrippe hingewiesen und das daraus resultierende Riesengeschäft für die Pharmaindustrie auf Kosten des Restes der Menschheit und so weiter. Ja, ja und deswegen jetzt also, deswegen glaube ich also kein Wort. Also wenn dann die Aussage kommt, weltweit mehr als 100.000 Tote durch Coronavirus, dann können das 20.000 sein, das können 0 sein, das können 50.000 sein. Höchstwahrscheinlich sind es auf keinen Fall 100.000 echte Corona-Tote. Das würde der Irrtumsbelastetheit unserer Medizin total widersprechen. Aber wir unterstellen jetzt einfach, es würde stimmen, 100.000 Tote weltweit. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Taschenspielereien, Taschenrechnerspielereien. Ich habe es im vorherigen Video ja schon aufgezeigt. Wo ist es? Im vorherigen Video schon aufgezeigt und das machen wir jetzt nochmal. Was denken Sie denn, wie viele Tote, wie viele Menschen jedes Jahr in Deutschland sterben? Ja, denken Sie mal, wir haben über 80 Millionen Menschen, 84 Millionen Menschen. Wenn die 80 Jahre alt werden, ne, dann
müssen die doch irgendwann sterben. Und wenn vor 80 Jahren so und so viele Millionen Menschen oder vor 80 Jahren zum Beispiel in dem Jahr vor 80 Jahren, das wäre dann 1940, wenn dann, was weiß ich, 700.000 Menschen in Deutschland geboren würden, müssten ja auch irgendwann mal wieder 700.000 Menschen sterben und so weiter. Ja? Die müssten ja jetzt 80 Jahre später, müssten diese 700.000 auch wieder sterben. Ne? Und 80 Jahre, 80 mal eine Million wären 80 Millionen. Also müssen es doch eigentlich ungefähr jedes Jahr eine Million sein, die wegsterben müssen. Ja? Denn wenn ungefähr eine Million wieder nachkommt, ich glaube, es sind leider die Geburten im Moment nur 770.000, also ein bisschen zu wenig eigentlich für Erhaltung, aber das ist ja gut so, wir müssen ja schrumpfen, ja? Weil wir zu viele sind für eine gesunde Ernährung, behauptet Dr. Markus Krall, ja? Mit seiner bürgerlichen Revolution sozusagen, mit seiner freien Verherrlichung der freien sozialen Marktwirtschaft. Es war ja gerade die freie soziale Marktwirtschaft, die ich eben geschildert habe, die diese Irrtümer erzeugt hat und die Medizin erst so gefährlich gemacht hat und so schädlich gemacht hat und so tödlich gemacht hat, wie sie heutzutage ist. Ja, das heißt also, sie muss so sein, das ist naturwissenschaftlich bewiesen und der Grund dafür ist die freie Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, ne? Die er so verherrlicht. Also er ist ja der Chefideologe im Moment der freien sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Ne? Und ja, und das bedeutet rechnen wir mal durch. Ich kann es Ihnen sagen, ich habe es nachgeguckt, ungefähr sterben pro Jahr ungefähr im Moment 930.000 Menschen in Deutschland. Was ist das für eine Scheiße? Das kann doch nicht wahr sein. Nein, das geht aber nicht. Ja, tut mir leid, kann ich nicht ändern, das Scheißding wandert. Ich kann es nicht beeinflussen. Ja? Okay, dann halt so. Also, 9, das ist zu viel. 930.000 pro Jahr. Jetzt sind die Corona-Toten, das läuft seit etwa 3 Monaten, wahrscheinlich über 3 Monate, so sagen wir vorsichtshalber nur 3 Monate. Also, das ist ein Vierteljahr, also teilen wir unsere Toten in Deutschland durch 4. Ist, ich hoffe, Sie können es ein bisschen mitlesen, ich sage es Ihnen aber, 230.000. 4 mal 230.000 sind 930.000. Hier. Also in jedem normalen Vierteljahr sterben also in Deutschland ganz normal 230.000 Menschen in jedem Vierteljahr. Und im letzten Vierteljahr sind weltweit 100.000 Corona-Tote. Ist das nicht ein bisschen wenig? Na, gehen wir mal weiter. Ja, vielleicht könnten Sie jetzt schon die erste Idee bekommen, dass da irgendwas faul ist. Ne? Irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas völlig verrückt ist, ne? Antiwissenschaftlich ist, ne? Wie ja Dr. Wodak und Co. ja gesagt haben alle, ne? Die sich da hervorgewagt haben. Ne? Und jetzt schauen wir es uns mal an. Jetzt müssen wir einen Winterzuschlag geben, denn das ist ja Grippesaison und im Winter sterben eben nicht im Vierteljahr nicht 230.000 Menschen in Deutschland, sondern sagen wir mal ganz vorsichtig, nur 250.000. Ja, jetzt muss ich also das wieder klären. 250.000, das ist wahrscheinlich zu niedrig, aber wir sind ja vorsichtig, ja. Wintersterblichkeit pro Vierteljahr 250.000 Menschen in 3 Monaten. Ne? So, wir haben 84 Millionen Menschen. Wie viele Menschen gibt es auf der Erde? Ungefähr 8.000 Millionen. 80 Millionen? 10-mal so viel sind 800 Millionen. Und 100-mal so viel sind 8.000 Millionen. 8.000 Millionen sind 8 Millionen Menschen. Also das heißt, Deutschland
ist nur noch ein Hundertstel der Weltbevölkerung, muss man sich mal klar machen. Also die Weltbevölkerung, 99 Teile andere und ein Teil Deutschland. Wenig, ne? Ja, aber es ist wohl so. Also 84 Millionen Menschen. So, jetzt müssen wir das Ganze also mal 100 nehmen. Ich multipliziere mit 100. Ist gleich. Es sterben also jedes Vierteljahr auf der ganzen Welt im Winter, ganz vorsichtig geschätzt, 25 Millionen. So, wenn jetzt auf der ganzen Welt 2 Millionen Tote gestorben wären, dann könnte man sagen, ja, also das ist ja komisch, statt 25 Millionen diesmal 27 Millionen, naja, das ist ja schon ein bisschen viel. Ja, es ist keine 30 Millionen, es ist 27 Millionen, 2 Millionen mehr. Das ist eine Zufallsschwankung, da muss der Grippevirus aber dieses Jahr ein bisschen ein Tick stärker gewesen sein. Ja. So, ja, vielleicht kann man bei 27, 28 Millionen vielleicht schon mal auch überlegen, ob man so ein bisschen Besorgnis kriegt, ob man vielleicht sogar Maßnahmen erwägen könnte, vielleicht ganz vorsichtig sozusagen. Und was ist aber die Fakten? Wir haben es zu tun mit lächerlichen 100.000 Corona-Toten, angeblichen Corona-Toten. Also der Maximalwert. Da ich ja Medizinern kein Wort glaube, ist das also der Maximalwert. Wenn die behaupten, es sind 100.000, sind es wahrscheinlich viel, viel weniger. Aber ich glaube ihnen jetzt mal, tu mal so, als ob ich ihnen glaube, und es sind 100.000. Also steht hier jetzt, ich kann es gar nicht fassen, 25,1 Millionen. Ja? Und wissen Sie, was sowas statistisch bedeutet? Da braucht nur mal 2 Tage kälter, ein bisschen kälter gewesen sein, dann haben sie statt 25 Millionen haben sie wahrscheinlich 25,4 Millionen, nur weil vielleicht mal 4 kältere Tage im Winter dabei waren. Wenn sie ein paar wärmere Tage haben, haben sie vielleicht 24,7 Millionen Tote. Aber 100.000 Tote, das ist nichts. Ja, das ist verglichen mit 25 Millionen. Jetzt frage ich mich mal, wie viel, also ich mache mal den Dreisatz. Ne? Also 25 Millionen Mio sind 100% und dann 0,1 Mio. sind wie x Prozent. Also jetzt machen wir 100 mal 0,1 ist gleich 10. 10. Wir geben also ein 10 und teilen das durch 25. Wenn es falsch ist, bitte in die Kommentare. Das sind 0,4% Abweichung von der ganz normalen Wintersterblichkeit innerhalb von 3 Monaten. 0,4%, weil plötzlich ein paar Tage ein bisschen kälter sind und ein paar Tage, ältere Tage, die normalerweise wahrscheinlich 1% mehr Tote bewirken, ein Hundertstel, ja. 0,4, das sind, was sind das? 0,4% sind 4000stel. Eine Schwankung von 4000stel, die behauptet wird nach oben, ja. Also zusätzliche Tote. Angebliche zusätzliche Tote, wissen wir ja nicht, ja. Und wegen 0, also 4000stel Schwankung
ruinieren wir die ganze europäische Wirtschaft. Was ist übrigens mit Afrika? Man hört überhaupt nichts von Massentoten in Afrika. Die hätten gar nicht die Möglichkeit, Maßnahmen zu machen, weil die Leute alle kurz vorm Verhungern sind in manchen Ländern. Ja? Die können gar nichts tun. Die müssten jetzt doch alle tot da niederliegen, weil die doch alle keine Maßnahmen haben. Ja? Wie ist es denn damit? Welche afrikanischen Länder haben denn keine Maßnahmen und so weiter? Was ist mit Schweden? Was ist mit Weißrussland? Warum sind die nicht alle jetzt tot umgefallen? Ja? Also 0,4%. Also das heißt, also als naturwissenschaftlicher Denker kann ich nur was sagen. Hier stimmt doch was ganz zentral nicht. So. Nächste Überlegung. Ich hatte ja schon gesagt, und weil es so wichtig ist, wiederhole ich es nochmal. Bitte, falls überhaupt jemand an der Wahrheit interessiert wäre, müsste er hingehen. Und ich glaube, das ist ja das Problem, dass man sich jetzt nicht blamieren möchte, sondern heil rauskommen möchte aus der Sache, sozusagen ungeschädigt rauskommen möchte an der Sache. Und damit, dadurch darf natürlich nicht durchsickern, dass man sich geirrt hat. Ja. Die letzte Woche vor der Panik in Deutschland, ich wette, da war das Virus schon im Lande. Und hätte es nicht da dann eine schlagartige Infektionswelle geben müssen, danach muss eine gewisse Zeit um Inkubationszeit vergehen, und müsste man dann jetzt nicht, wenn man in der Sterbestatistik nachprüft, die es ja jetzt noch geben müsste, für jeden Tag in Deutschland wahrscheinlich es gibt, ne, vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden, müsste man da jetzt nicht eine Woche vor dem Beginn der Panik in Deutschland, der Corona-Panik in Deutschland, müsste es da, wo wahrscheinlich das, also mit aller Wahrscheinlichkeit das Coronavirus definitiv schon im Lande war, müsste es da nicht eine statistische Auffälligkeit schon gegeben haben? Natürlich kann jetzt dann irgendein Buckel in der Statistik, in der Sterbestatistik, irgendeine Auffälligkeit. Wenn ja, dann könnte es ein Killervirus sein. Wenn nein, dann ist es unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite könnte man sich jetzt natürlich ausreden, ja, das waren ja noch viel zu wenig Tote, um eine Übersterblichkeit sehen zu können, ja. Und dann kann man sich natürlich auch rausreden, nee, unsere Maßnahmen waren so rechtzeitig, dass der Virus gerade erst das Land betreten hat. Kann ich nicht entkräften, das können wir auch wirklich nicht entkräften, dafür gibt es keine Beweise, ja. Aber eben diese Zahl mit dem 0,4% Schwankung bei den weltweiten Toten und deswegen sich aufzuregen. Und jetzt hoffe ich, dass unsere Politiker jetzt wenigstens diesen eleganten Ausstieg schaffen hier. Schulöffnung schrittweise, also Lockerung bei den Schulen wurde empfohlen. Merkel sagt, ja, das müssen wir irgendwie bedenken und besprechen. So ungefähr hat sie sich geäußert. Ja? Also immerhin schon mal ein gutes Zeichen, ein Zeichen, dass wir vielleicht da doch an dem ganz großen Coup für die Pharmaindustrie vorbeikommen. Ne? Der Medizinprofessor ist es, glaube ich, Streeck, dem ich natürlich auch kein Wort glaube, der sagte auch irgendwas schon von Maßnahmen lockern und so weiter, Fragezeichen. Ja, ich habe sowas gehört. Ich glaube, das war sowas. Und wäre doch auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. So, und jetzt noch als Schlussthema heute. Warum ist die CDU denn überhaupt nach links gerückt? Da kommen wir nochmal auf unseren Dr. Markus Krall zu sprechen und seine bürgerliche Revolution und seine Atlas-Initiative, also der Großangriff des Neoliberalismus auf die Welt, des freien Marktes und der freien sozialen Marktwirtschaft. Lieber Herr Dr. Krall, warum ist denn die CDU, was Sie so total verurteilen, so total sozialistisch geworden
und so kommunistisch und so sozialistisch und warum ist sie denn so nach links gerückt, ja? Und warum? Weil sie schlau genug ist, weil sie viel schlauer als sie ist, ne? Die CDU hat das nämlich, und liebe Milliardärskönige, gut aufgepasst, denn euch, das, was ich eben gesagt habe, dass die Medizin, eine Killermedizin notwendig ist und dass das naturwissenschaftlich bewiesen ist, ja, dass es so sein muss, weil die Evolution zwangsläufig keinen anderen Evolutionsweg zugelassen hat als in Richtung Killermedizin, das tötet auch euch, ne? Und zerstört auch euer Leben. Also es sind drei Dinge. Ihr müsst leben, alle Menschen auf der Erde leben wegen der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall mit 5% Lebensqualität statt 100% Lebensqualität. Wir leben alle mit 10%, 20% Gesundheit statt 100% Gesundheit. Und wir leben, wenn wir 127 als unser natürliches Sterbealter mal sehen, Professor Sven Völpel, der Altersforscher, legt solche Zahlen nahe, der gehört nicht zu den nextscientistsforfuture.de, aber er klingt ganz vernünftig. Und deswegen also, wenn wir die 127 nehmen, dann könnt ihr euch ausrechnen, können wir gerade mal rechnen. Also wenn 127, liebe Milliardärskönige, wenn 127 Jahre 100% Leben wären, und wir alle mit 80,2, glaube ich, mittlerweile schon wieder, weil ja die Lebenserwartung ständig sinkt durch die Medizin und die Ernährung und die Nahrungsindustrie ständig abnimmt und durch all die anderen Faktoren des ungesunden Lebensstiles, dann rechnen wir mal aus. Also 80,2 ist gleich x. Dann haben wir jetzt also Taschenrechner. 80,2 mal 100 ist gleich, geteilt durch, ne, das war jetzt ein Fehler. Was habe ich denn jetzt für einen Fehler gemacht? Was war denn das jetzt für ein Fusch? 80,2 mal 100 ist gleich, da habe ich doch richtig gerechnet, 8020, und das teile ich jetzt laut Dreisatz durch 127. 27 ist gleich. Also das heißt, wir haben nur liebe Milliardärskönige, hört, wir haben nur 63% unserer natürlichen Lebenserwartung, also nur 63% der eigentlichen Lebensdauer haben wir. Das muss ich mir mal direkt merken. Also wir haben nochmal, liebe Milliardärskönige, schätzungsweise, denn das will ich jetzt nicht erklären, warum das so ist, aber es sind höchstens 5% Lebensqualität, die ihr habt heute durch die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Deswegen müssen wir ja die mit der Hilfe der nextscientistsforfuture.de beenden. Ich sage es nur ganz kurz, zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme, wo dann also auch die anderen Milliardärskönige und deren Konzerne sozusagen ihrer Gesundheit und ihrer Lebensqualität dienen. Die Wohlfühlstimme sozusagen als neue Wahlstimme wäre der erste Schritt des Ausstiegs aus der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Und dann verdient die Wirtschaft nur noch, wenn sie ihr Wohlfühlen steigert, weil sie das mit der Note kontrollieren und mit ihren Gesundheitsdaten. Und dann werden sie immer gesünder, immer länger leben können. Dann kriegen sie 100% Gesundheit, 100%. Also statt 63% Lebenserwartung haben sie dann 100% Lebenserwartung. Und also statt 5% Lebensqualität haben sie dann 100% Lebensqualität. Also bitte melden Sie sich bei den nextscientistsforfuture.de und unterstützen Sie deren Ausstieg aus der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Nochmal ganz kurz die Beweisführung, warum. Ich erinnere also noch einmal dran, es
Wir können das für jeden Bereich der Gesellschaft durchspielen. Für die Glücksfrage, für die Langlebigkeitsfrage, für die Gesundheitsfrage, für Lebensmittelbereich, für jede Industrie können wir das durchspielen. Die Schäden, die Negativevolution, die die freie soziale Marktwirtschaft erzeugt. Ich habe ja eben aufgewiesen, dass der Heiler, der erste Heiler, der sich geirrt hat, eine reiche Dynastie von Medizinprofessoren begründet hat, die aus lauter Irrtümern bestehen, denn es ist ja klar, bei einem Irrtum ist es natürlich nicht geblieben, sondern auch der bringt noch einen neuen Irrtum vielleicht dazu oder dann der bringt noch einen neuen Irrtum dazu und der bringt noch einen neuen Irrtum dazu und dieser Irrtum breitet sich ja dann auch immer über die ganze Fläche der Professoren aus und so weiter, spricht sich herum über die Fachzeitschriften und so weiter. Und so ist dann jeder Irrtum, der also in den letzten 100.000 Jahren sozusagen aufkam, der ist heute noch präsent in der Medizin, denn jeder, der Geld gebracht hat, ist noch präsent. Dr. Gerhard Reuter mit TH sagt ja auch, der gehört übrigens auch nicht zu den Next Scientists for Future.de, es gibt also auch außerhalb der Next Scientists for Future.de reflektierende und gute Ärzte, ja. Und Dr. Med-Gerd Reuter sagt ja ganz klar, dass also sozusagen, ja, was wollte ich jetzt sagen, dass die Medizin tödlich ist, sagt er ja schon lange, aber ich wollte jetzt eigentlich noch was sagen, dass also, ja, nee, ich wollte sagen, dass der ganz klar auch nochmal aufweist, dass es praktisch für über 90% des ärztlichen Handels auch gar keine wissenschaftliche Nachweise gibt, auch wenn, jetzt müssen wir uns wieder klar sein, also Ärzte irren sich, Ärzte haben auch eine total schlechte naturwissenschaftliche Grundausbildung, weil sie ja eigentlich keine Wissenschaft sind, sondern eigentlich eine Ausbildung zum McDonald's-Filialenbetreiber sind, ja, also eigentlich eine Wirtschaftsausbildung sind zum Geldverdienen, ja, und eigentlich mit Wissenschaft erstmal gar nichts zu tun haben, ne? Ja, vielleicht hören Sie, sind manchmal ein paar Biologen, die was unterrichten. Das sind dann einzelne Fächer, die mal ein bisschen was mit Naturwissenschaft zu tun haben, aber das ist die Ausnahme von der Regel, ja. Wenn dann, also sagen wir mal so, nur für 5% oder 10% wissenschaftliche Studien von Ärzten vorliegen dafür, dass eine Behandlung angeblich bewiesenermaßen gut ist. Na, bei der Stümperei, die ich aus Medizinkreisen im Wissenschaftsbereich kenne, weil das Ganze ja auch von den ganzen Grundirrtümern getragen ist und so weiter und dann die mangelnde naturwissenschaftliche Grundausbildung, das führt dazu, dass ich erstmal glauben würde, von den 10%, der medizinischen Maßnahmen, die angeblich bewiesenermaßen hilfreich sind, sind die Beweise vielleicht, reichen vielleicht für höchstens 1% statt 10%. Na, das würde ich dann sagen. Vielleicht gibt es 1% Maßnahmen der Ärzteschaft, bei denen vielleicht wirklich was Nützliches ansatzweise drinstecken könnte. Ehrlich gesagt glaube ich das noch nicht mal. Also als naturwissenschaftlicher Denker glaube ich das eigentlich auch nicht. Ne? Und Dr. Med-Gerd Reuter sagt, aber für 90% allen ärztlichen Handels gibt es überhaupt keine wissenschaftliche Basis. Null. Noch nicht mal diese pseudowissenschaftliche Basis von ärztlichen Studien oder so. Ja? Noch nicht mal das. Also gar nichts. Das ist also eine reine McDonald's, das ist genauso, McDonald's sagt, wir machen tolle, gesunde Ernährung und kauft Leute. Ja? Und so. Ja? Das ist nichts anderes. Ja. Und genau, lieber Dr. Markus Krall, und das kommt alles alleine durch Ihre freie soziale Marktwirtschaft. Und das, was ich jetzt für die Ärzte geschildert habe, gilt leider total identisch für jeden Bereich der Gesellschaft. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob es auch nur eine Ausnahme gibt, in der diese Negativevolution nicht stattgefunden hat. Und das bedeutet, dass der freie Markt der Zerstörer von allem ist. Wenn Sie religiös sind, dann können Sie sagen, der Teufel, das ist der freie Markt. Das ist der Teufel.
Und den verherrlicht Dr. Markus Krall. Ist er etwa ein Teufelsanbeter? Könnte man meinen, nein, er irrt sich einfach nur. Ja, genauso wie sich der erste Schamane einfach nur geirrt hat, irrt sich Dr. Markus Krall, und er ist natürlich kein Teufel, aber man könnte scherzhaft sagen, er ist ein Teufelsanbeter. Ne? Dann als Scherz. Ne? So, ja, also das heißt also, wir schließen die heutige wissenschaftliche Tagesschau heute. Ja, und ja, bis bald, gell? Bis zu den nächsten Kurznachrichten. Tschüssi.